Du möchtest wissen, wann und wie du wieder vorzocken kannst oder vielleicht auch für das erste Mal. Was bedeutet, dass du wohl auf den Early Access wartest und wissen möchtest, wann der ist und wann das Game kostenlos wird? In diesem Video erfährst du alles Wichtige zum Early Access, vollen Release des Spiels und wann es auf die PS4 kommt. Bleib dran! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Chris und ihr seht Sharks. Willkommen zur zweiten Episode von Paragon 2, alle wichtigen Fakten, und heute lernst du alles, was du wissen musst, sofort. Falls du noch nicht die erste Episode dieser Videoserie gesehen hast, in der fasse ich alles zusammen zu den verschiedenen Paragon 2 Spielen und erkläre, worum es in der gesamten Serie geht. Den Link zum Video findest du in der Videobeschreibung. Doch jetzt dreht sich alles erstmal um Fort. In diesem Video rede ich über, was du zum Spiel und den Entwicklern wissen solltest, was das Spiel besonders im Vergleich zu den anderen Paragon 2 Titeln macht und was du vielleicht über das Spiel verpasst haben könntest. Der Fokus wird auf der Entwicklung des Spiels und dessen Release auf PC und Konsole liegen. Fort wird von einem kanadischen Team namens Strangematter Studios entwickelt seit Januar 2019. Sie begannen freiwillig und aus eigener Tasche als vier Leute an ihrem Ziel zu arbeiten, das 3D-Action-MOBA-Genre zu verbessern und neu zu definieren. Die meisten von ihnen waren Paragon-Spieler, genau wie du und ich, und wollen das Spiel das Potenzial erreichen sehen, welches wir alle wussten, dass es hatte. Inspiration haben sie sich nicht nur von Monolith und Legacy Paragon geholt, um das Spiel so actiongeladen zu machen wie Paragon, es aber auch wettbewerbsfähig zu machen wie andere MOBAs, die Paragon nie erreichen konnte. Die Map hat viele vertikale Eigenschaften und ist ein Mix aus Monolith und Legacy, tendiert aber klar zu Monolith. Dem Team gefiel die schnelle, actionreiche Version von Monolith, aber möchten es diverser haben, also haben sie die Map um einiges vergrößert und mehr Rotierungsmöglichkeiten hinzugefügt. Fogwarts sind drinne und Riverbuffs kommen auch noch. Paragons Decksystem war auf jeden Fall speziell, bekam aber auch seine Kritik. Deshalb macht es Fort so. Das Spiel hat einen relativ traditionellen Itemshop wie in anderen MOBAs, so dass alle Items zu jeder Zeit verfügbar sind, um dein Bild an Situationen anpassen und Gegner kontern zu können. Aber um es auf ihre eigene Weise besonders und jede Entscheidung wichtig zu machen, egal ob vor oder im Match, hat Strangematter Studios das Aspekte- oder Fraktionssystem hinzugefügt, welches wie ein Mix aus Leaks, Runen und Paragons Deck-Affinitäten-System funktioniert. Bevor das Game anfängt, werden dir verschiedene Perks aus unterschiedlichen Affinitäten angezeigt, welche dir diverse passive Fähigkeiten und Boni für deinen Spielstil geben. Die Items nun haben unterschiedliche Stats und wachsen in einem Baum zu stärkeren und teureren Items mit einzigartigen aktiven und passiven Fähigkeiten. Während des Matches verdienst du Gold, welches du dann in der Basis im Itemshop ausgeben kannst. Top-Tier-Items sind die legendären Items, ganz an der Spitze, welche einer bestimmten Affinität angehören. Egal welche zwei Affinitäten du am Anfang des Spiels gewählt hast, kannst du Items aus allen Affinitäten immer nutzen. Was Fort besonders macht im Vergleich zu den anderen Paragon 2 Spielen, ist das Heldentaten-System, welches einem Spieler erlaubt, mehr Kraft zu erlangen, wenn er im Match Meilensteine erreicht, wie zum Beispiel einen Tower zu zerstören. Das Erreichen einer Heldentat gibt dem Spieler Gunst, welche dann im Itemshop in die Affinitäten gesteckt werden kann, die er am Anfang gewählt hat. Viel Gunst in einer Affinität zu haben, gibt den legendären Items, welche derselben Affinität angehören, zusätzliche Stats und lässt diese noch stärker werden. Über die letzten Wochen von 2019 konnten bereits über 10.000 Leute während der Closed Alpha und des Holiday Access Fort testen. Zu dieser Zeit waren 11 Helden spielbar, doch es kommen bereits mehr dazu, bis das nächste Mal eine Möglichkeit besteht, Fort zu zocken. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Spiel bereits recht flüssig läuft und das ist auch Strangematter Studios Priorität im Moment. Das Interface sah noch recht schlecht aus, denn Kunst ist für die Entwickler erstmal Nebensache. Zuerst wollen sie ein Spiel, das ordentlich läuft und Spielern aus allen Skill-Leveln Spaß macht. Trotzdem haben sie bereits an einem besseren Itemshop gearbeitet, welcher in der Alpha schon spielbar und einer besseren UI. Das Game soll wettbewerbsfähig und im besten Falle sogar ein E-Sports-Game werden. Dafür bekommt Fort auch einen Ranked-Modus, welchen Paragon ja leider nie bekam. Klingt ja alles schon mal recht gut. Doch wann können wir Fort endlich spielen? Das nächste Mal wird Fort zum bezahlten Early Access in Q1 2020 spielbar sein. Du kannst dir den Entwicklungsplan des Teams anschauen und feststellen, dass sie ihn in 4 Vierteljahre eingeteilt haben. Early Access in Q1 bedeutet also, dass es jederzeit anfangen könnte und spätestens und wahrscheinlicher Ende März. Jedoch musst du bezahlen, um das Spiel ab dann 24/7 spielen zu können. Das wird knappe 30 Euro kosten. Du kannst die Entwickler direkt anschreiben, um über PayPal einen Key zu kaufen, oder wartest, bis du einen auf Steam kaufen kannst. Momentan kannst du keine Keys mehr von ihrer Indiegogo-Seite kaufen, da ihr geplanter Spendenpool erreicht wurde. Das Team arbeitet aber bereits an einer neuen Variante für das Spiel zu spenden und Zugang zu kaufen. Der volle Release des Spiels auf dem PC ist geplant für Q4 spät 2020. Das heißt, Fort wird kostenlos für alle auf PC, etwa um November diesen Jahres.
Wenn das Spiel bis dahin erfolgreich auf dem PC läuft, soll es auch noch dieses Jahr auf der Konsole erscheinen. Es könnte eher auf die Xbox kommen als auf die PlayStation, dazu habe ich aber auch schon ein genaueres Video hochgeladen. Bis zum vollen Release wollen die Entwickler den Ranked-Modus hinzugefügt haben, alle Helden, neue eigene Skins und Emotes, sowie eine E-Sports-Seite und noch vieles mehr. Worauf ich mich persönlich richtig freue, ist der Kinomodus. Diejenigen, die auf meinem Kanal schon länger sind, wissen genau warum. Ich habe auf meinem Kanal Paragon Cinematics hochgeladen, welche ich mit dem Kinomodus in-game aufgenommen habe, um filmische Edits zu bearbeiten. Mein bestes Video auf dem Kanal ist mein Paragon Cinematic Tribute, Last Honor, welchen ich am 26. April hochgeladen habe, als Paragon eingestampft wurde. Ich lade trotzdem immer noch Paragon Cinematics hoch, darunter ist kürzlich eine namens Left Desolate, welchen du wie auch mein Tribute in meiner Playlist Paragon Cinematics finden kannst. Freu dich auf neue Cinematics, wenn der Kinomodus in Ford kommt. Ich werde diese auch in meine Ford What the Fuck Moments Serie und andere Videos einfügen, um deren Qualität weiterhin zu verbessern. Wenn dir solche Videos gefallen, freue ich mich sehr, wenn du diesen Kanal doch abonnierst. So verpasst du nie hochwertige Cinematic Edits und erfährst natürlich alles zu den verschiedenen Paragon 2 Spielen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Ich bin raus, also so wie immer. Danke fürs Einschalten und habt noch einen wundervollen Tag.